Für mich allein. Heimlich erotisches Bettwetting. Bewusst schamlos ins Bett zu pinkeln, turnt sie seit ihrer Jugend an. Mittlerweile ist sie verheiratet und da ihr Mann nichts von ihrer hocherregenden Leidenschaft weiß, lebt sie sie heimlich aus. Nun ist es wieder soweit. Georg muss beruflich verreisen und die aufregenden Vorbereitungen für eine verrucht nasse Nacht beginnen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de.